Diese Woche im Infovideo haben wir einen Kanalausblick, wir haben eine Kanalempfehlung und wir haben, wie wir mit meinem Kanal bei 1000 Abonnenten weitermachen. Wie es genau weitergeht, sehen wir nach dem Intro. Auch diese Woche habe ich wieder eine Kanalempfehlung für euch, und zwar den Geranimo, dem Gaming-Psychologen. Ja, der gute Geranimo, der macht richtig witzige Videos auf seinem Kanal, immer aber mit einem Hintergedanken, also er mischt Psychologie, psychologische wissenschaftliche Erkenntnisse zusammen mit Gaming und Comedy. Und ich kann ihn nur empfehlen, am besten gleich mal hier oben auf seinen Kanal klicken. Und ja, er hat zum Beispiel Themen, ich gucke hier gerade mal, welcher Gaming-Typ bist du, teste dich, cheaten, cheaten, cheater, jetzt ist Schluss, der Psychologe, die Psychologie der Stimme und die Wahl zwischen Rot und Blau, welche Seite bevorzugt ihr? Eine der besten Folgen überhaupt, warum sind eigentlich die Teams in Multiplayern immer Rot und Blau und wer hat eigentlich dabei einen Vorteil? Und in der letzten Zeit habe ich ganz viele neue Abonnenten bekommen, so dass ich mir doch mal Gedanken machen muss, was ich denn als Special für meine 1000 Abonnenten machen werde. Denn mir fehlen jetzt nur noch so knapp 75, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ich kriege mal immer wieder ich schwanke gerade so um 2-3 Abonnenten, wo ich das hier aufnehme. Aber so etwas mehr als 70 Abonnenten fehlen mir momentan noch. Und ich habe mir überlegt, ich könnte natürlich ein Video machen. Das Video guckt man sich an und dann ist es schön. Aber ich könnte auch was machen, wovon ich lernen könnte. Und da habe ich gedacht, ich könnte einen 24-Stunden-Stream oder ich bin jetzt schon ein bisschen älter, deshalb im 24-Stunden-Stream würde ich wahrscheinlich nicht überleben. Da gehe ich einfach drauf, nach spätestens 16 Stunden kann ich mehr. Also, das würde ich einfach nicht schaffen. Deshalb habe ich gedacht, ich mache ein langes Streaming-Wochenende. Das heißt, ich gucke, dass ich vielleicht auf der Arbeit so Freitag freikriege oder Freitag relativ früh Feierabend mache und dann Freitagmittag anfange, Nachmittag anfange, dann Samstag und Sonntag durchstreame, immer wieder streame, ein paar Stunden dann auch zum Schlafen, Essen und so weiter. Aber dass ich dann wirklich richtig lange Streaming-Wochenende mache. Aber das Besondere, ich will dann mit euch streamen. Ich werde dann, je näher wir da hinkommen, einen Plan ausstellen, welche Spiele wir spielen. Damakash hat auch schon gesagt, dass ich ein paar Sachen mit ihr zusammen machen werden kann. Und da wollen wir uns was Schönes dann zusammen machen. Ich werde dann einen Plan machen, ich werde dann Abfragen starten, welche Spiele wir dann spielen wollen, was wir streamen werden. Ich denke mal, da werden wir was Schönes zusammenkriegen. Ich kann natürlich nicht sagen, wann es soweit sein wird, weil erstmal weiß ich natürlich nicht genau, wann ich die 1000 erreiche. Und zweitens, selbst wenn ich dann die 1000 erreicht habe, kann ich nicht sofort das Wochenende machen, weil das muss geplant werden. Ich brauche, wie gesagt, ich sollte mir vielleicht auch den Montag dann frei nehmen, weil danach brauche ich erstmal einen Tag, um mich wieder zu sammeln. Dann brauche ich Lebensmittel, also sprich Cola, Energydrinks, Kaffee und das ganze Zeug, damit ich das durchhalte. Dann müsste mein Rechner vorbereitet sein, die ganzen Spiele, damit ich nicht alle installieren muss, müssten alle schon mal irgendwo vorbereitet sein. Und natürlich braucht ihr dann auch, wenn es soweit ist, dann ausreichend Vorlaufzeit, um zu sagen, was, wann, wie gespielt werden soll. Ich würde mich auch versuchen, mit euch dann ein bisschen die Zeit abzustimmen, weil der eine will ja unbedingt, dass ich das dann spiele und dass ich dann auch das spielen kann, wenn die Leute, die das hauptsächlich sehen wollen, dann auch zu der Zeit haben. Aber was ihr jetzt zum Beispiel schon machen könntet, ihr könntet jetzt unten in die Beschreibung rein, oder unten in die Kommentare reinschreiben, welche Spiele ihr denn gerne sehen wollt. Ich kann dann zum Beispiel Spiele machen, die ich jetzt schon spiele, aber ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass ich ein paar Spiele, die ich bis jetzt noch nie gespielt habe, mit euch spielen werde, die zum Beispiel Free-to-Play sind. Also ich habe mir zum Beispiel überlegt mit Damakash, dass wir Heroes of the Storm vielleicht spielen könnten. Und ein paar andere Sachen. Das können wir zum Beispiel mal überlegen. Das könnt ihr in die Kommentare reinschreiben. Einfach so ein bisschen schon mal Inspiration sammeln.
So, dann kommen wir zum Ausblick auf die kommende Woche. Und zwar fangen wir wieder an. Final Fantasy 14 bleibt beim 17 Uhr Slot. Wie immer montags, mittwochs, donnerstags und freitags. Und nachdem wir diese Woche Leviathan besiegt haben und etwas Unruhe mit den Flüchtlingen in Ulda haben, droht schon wieder die nächste Gefahr, diesmal in den Wäldern, denn die Sylifen sind nicht ganz zufrieden und schicken uns ihren Primaren auf den Hals. Dann haben wir Pillars of Eternity, da geht's jetzt auch weiter. Ich habe leider diesen Montag vergessen, die aktuelle Folge von Pillars of Eternity hochzuladen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich es heute die Freitagsfolge schaffe, rechtzeitig hochzuladen. Ich versuche es heute noch nach dem Stream eine Folge Pillars of Eternity online zu bringen, kann es aber nicht versprechen. Also, wenn ihr um 14 Uhr am Freitag nichts bekommen habt, wisst ihr, dass ich es nicht ganz geschafft habe, aber nächste Woche wird es weitergehen. Denn wir sind jetzt in Goldtal angekommen und haben auch schon unseren ersten Verbündeten. Und irgendwas können wir mit Gedankenlesen machen. Bin ich auch schon ganz gespannt. So, und Ghostbusters hat euch anscheinend nicht so gefallen, denn es ist bei der Wahl relativ durchgefallen. Auch die Zugriffszahlen waren nicht so erfolgreich. Deshalb wurde jetzt aus Ghostbusters nur ein angespielt der ersten 5 Folgen. Immerhin haben wir so die eins der Highlight-Levels gesehen mit den Marshmallow-Mann. Aber es gibt ja jetzt wieder ein neues Projekt und ab nächster Woche werde ich etwas kreativ werden. Ja, okay, vielleicht nicht ganz. Ich werde mit euch Lego Marvel Heroes spielen. Das Beste aus zwei Welten. Ich liebe Lego-Spiele und ich liebe Marvel Super Heroes. Und wir bringen die beiden Sachen zusammen mit einer tollen Mischung aus Comedy und Gameplay. Und wer wollte nicht schon immer mal Mr. Fantastic, also von den Fantastischen Vier, in eine Blumenvase verwandeln oder in eine Gießkanne? Das ist dort möglich. Ich freue mich auf alle Fälle, wenn ihr reinguckt. Das Spiel wird wirklich witzig. Und natürlich gilt hier auch wieder, nächste Woche dann im Infovideo könnt ihr dann über Lego Marvel Superheroes oder Lego Marvel, also über das aktuelle Lego-Spiel abstimmen. Das war's dann auch schon wieder für die heutige Folge und dieswöchige Infovideo. Und ich sage danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen, hören und spielen uns wieder. Bis zum nächsten Mal.